Und willkommen zurück zu Ocarina of Time. Wir nehmen jetzt erstmal die Prinzessin hier und gehen in den nächsten Raum. Ja, warum die nicht spricht? Ich war gerade schon mehr drin, weil ich gefailt habe und das alles nochmal machen muss. Ja, sie sagt ja einfach nur, wirf mich rauf, da ist der Stein. Hopp. Und Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Keine Ahnung. Gott sei Dank, endlich, der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Ja, okay, na dann los. Oh mein Gott. Scheiße. Oh nein! Was ist das denn? Ein Oktopus. Und... Boah, nee. Ein Riesen-Oktorok. Stirb! Ich glaube, mit dem Dekostab war das, glaube ich, ging schneller. Oh, Scheiße! Okay, dreh dich um, du Sau. Und zack! Ende! Genau, das war One-Hit. Und wir sehen aus Nushiwand. Yay! Okay, und was machten wir? Und was machen wir natürlich? Erstmal Herz einsammeln. Was sollen wir ehrlich hinterher? Natürlich. Ist doch Ehrensache für Link. Boom. So, der Dekostab ist jetzt wieder nutzlos, also Schleuder. Zack. Boah. Okay, das sind solche komischen Dinger. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Aber wir können das Ding stunnen mit dem Boomerang. Lass mich in Ruhe. Oh, du Sau! So, komm her, spuck. Tschüss. Okay, wo geht's hier wieder rauf? Da. Boah, ist das... Ja, ich bin heute irgendwie still, merke ich gerade. Das ist nicht sehr gut. Aber egal, mit voller Elan geht's weiter. Die restlichen Rätsel sind auch einfach. Fahrstuhl. So, wo ist die Qualle? Ah, jawohl. Endlich mal wieder Zelda, ich freue mich. Hopp. Sweep. Autsch. Einer. Hallo. Tschüss. Oh, nochmal hallo. Tschüss. Stylisch. Ihr hört die Scooter schon. Höchstwahrscheinlich. Da ist er. Und ich schieße erstmal zweimal daneben. Es sollen ja bald ganz neue Spiele rauskommen für Nintendo. Für den 3DS zum Beispiel. Oder ist schon rausgekommen. Hier Mario Tennis Open zum Beispiel. Aber Mario Tennis verdient es nicht. Ja, wie soll ich sagen? Also meine Meinung ist, es sollte so Mario Tennis nicht für den 3DS geben. Aber die Steuerung haben sie trotzdem gut umgesetzt, muss ich sagen. Ja, lass mich in Ruhe, Navi. Und so wird man nicht verletzt, Kinder. Nein. Oder überhaupt, ich freue mich auch schon auf die Wii U! Autsch. Und auf Pikmin 3. Darauf gerade am meisten.
Und ja, keine Sorge, ich werde Pikmin Let's Playen. Oder macht euch doch Sorgen? Ich weiß es nicht. Aber in dieser Situation, wo wir diesem Fettsack gegenüberstehen, ist mir das jetzt auch erstmal egal. Boah, was ist das denn für ein... Boah, mit Stacheln, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wenn ich angefangen habe. Egal, ich mach wieder nach Bauchgefühl. Elektroterroristisches, was? Tentakel-Barinade. So, erstmal... Altersherr! Die Tentakel abschneiden. Glückstreffer. Süß. Nein! Mann! Boah. Genau. Angriff! Jawohl, ja! Keine Sorge, ich sterb schon nicht. Ich hab ja auch die Fee. Hup. Oh mein Gott. Zack. Komm, triff. Jawohl. Kack. Weg. Ah, Gott. Ich wurde noch nie so oft verletzt in diesem Bosskampf. Ja. Ja, das ist nur Vorführeffekt, Leute. Ne? Das ist Vorführeffekt. Ja, jetzt bist du ungeschützt. Tschüss, Mann. Boom. Scheiße. Jetzt aber. Boom. Komm schon. Hop. Hop. Und weg da. Nein. Boah. Nein. Lass mich. Boah. Knapp. Spring rein, Link. Bam. Stirb. Stirb. Mann, der lässt sich nur zweimal treffen. Fies. Lasst mich in Ruhe. Boah, Viertelherz. Oh nein, kack. Nein, diesmal nicht so leicht. Boom. Oh, kack. Jetzt stirb! Weg mit dir! Boah, na endlich. Boah, jetzt wieder voll noch hässlicher. Noch pickeliger. Noch röter. Tür schließen. So. Und hier habe ich einen Fehler gemacht. Hier habe ich den Fehler gemacht. Ich bin einfach gerade rausgegangen, hab den Herzcontainer übersehen und den aus Versehen eingesammelt. Und ich wollte auch nur diese kleinen Herzen, die hier drin waren. Ja. 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 Die hier drin waren. Und. Bam. Jetzt gehen wir hier weiter. Da ist sie ja, die Ruto. Du bist spät dran. Warum hat das so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut. Ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Oh, na gut. Aber nur ein bisschen. Okay. Ich muss mal kurz gucken, wie lange ich schon gemacht habe. Okay, Zeit haben wir noch. Für die Skulpturas und so. Und für die Fee, glaube ich auch noch. Dann müsste ich ein Part bannen. Boah, Link erschreckt erstmal voll und fällt. Ui. Boah. Dass man überhaupt mit Sachen schwimmen kann. Also was kann, könnte ich nicht. Naja, ich habe nichts gesagt. Hey du, du bist cool. Oh, danke. Ein bisschen mehr als andere. Aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Ich möchte den Heiligen Stein. Ich verlange den Heiligen Stein! Hä? Du sprichst vom Heiligen Stein des Wassers, dem Sora-Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Soras. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Sora-Saphir. Jawohl. Dann haben wir jetzt alle Heiligen Steine beisammen. Sobald sie ihn uns gegeben hat. Meine Stimme wird gerade etwas leiser. Es darf nicht nochmal passieren. Oh. Jawohl, da ist er. Der Sora-Saphir.
Ja, komm. Der Sora-Saphir. Von den Soras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Jawohl! Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Sag's bloß nicht meinem Daddy. Na gut. Tun wir einen Gefallen. Und es ist Tag. Warum ist es Tag? Ich will's Nacht haben. Nacht ist viel schöner, vor allem weil ich hier dann eine Skulptur abholen kann. Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Genau. Und natürlich starten wir nachts wieder in der Quelle. So soll es ja auch sein. Ja. Jetzt suchen wir erstmal die Skulptula, von der ich geredet habe. Und warum ich das mit dem Bumerang tue? Ich weiß es nicht. Und ich treffe auch nicht. Also, eins, zwei. Jetzt, stylisch. Ins Wasser. Boah, in der Luft gefangen, jawohl. Und zack. Und geht zu uns aber noch, Dings, ne? Die Fee. Und die gibt uns dann Farures Donnersturm, wenn ich mich nicht irre. Unter einem Baum ist noch eine Skulptula. Also dann. Hopp. Und zack. Ich. Hey. Boom. Okay. Gut, ich dachte damals immer zur Quelle zu kommen, muss man einen von diesen Steinen hier wegsprengen. Und als ich hier die Bombe hingelegt habe, dann auf einmal, ey, dann auf einmal die ganze Wand im Hintergrund weg. Oh mein Gott. Hätte ich ehrlich nicht für möglich gehalten. Aber so ist das halt. Ja, wir kriegen ja Favoris Donnersturm. Spielen. Ups. Wollte ich nicht. Wieder mit Lichtern umgeben. Zeldas Wiegenlied gespielt. Boah, noch eine hässliche Fee. Mit einer anderen Körperhaltung. Lach nicht. Gebe uns den Gegenstand. Boah, Alter. Hallo, mein süßer Marvin. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Na gut. Boah, Mystik. Mystik. Jawoll. Nächstes Item. Favoris Donnersturm. Ein magischer Teleporter, den du mit C einsetzt. Nutze ihn, wenn Gefahr droht. Mit dieser Magie legst du einen Teleporterpunkt an. Rufst du Favoris Kraft erneut an, gelangst du dorthin zurück. Du kannst den Teleporter aber auch wieder aufheben und anderswo setzen, wenn du Favoris Magie beschwörst. Ich benutze diesen Gegenstand eigentlich nie. Also hier wahrscheinlich auch nicht. Vergiss nicht, Favoris Donnersturm kannst du in einem Labyrinth einsetzen, in dem auch eine Karte versteckt ist. Alles klar? Also da, wo eine Karte ist, kann ich das machen. Okay. Bist du vom Kampf erschöpft? Suchen mich einfach wieder. Tschüss. Oh mein Gott. Okay, damit beende ich hier den Part. Und im nächsten Part werden wir schon in der Steppe warten. Ich möchte euch den Rückweg einfach nicht antun. Und es ist auch für mich angenehmer, da ich auf der N64 spiele und keine Safe States setzen kann. Also dann, ich spreche nochmal kurz ab. Speichern. Jo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.